Ciao. Gleich beginnt im Bundestag der richtige Arbeitstag nach der Feierstunde. Und Gerd-Joachim von Fallor ist schon da. Und es geht gleich um die Rente. Ja, um das Rentenpaket, Sie haben es sicherlich mitbekommen, heftig diskutiert worden. Es ist der Kitt der Großen Koalition sozusagen. Die SPD trat im Wahlkampf für die abschlagsfreie Rente mit 63 ein. Die Union wollte unbedingt ihre Mütterrente. Man konnte sich nicht so recht einigen während der Koalitionsverhandlungen, denn die CDU-CSU zum Beispiel war immer gegen die abschlagsfreie Rente mit 63. Und was hat man gemacht in einer Großen Koalition? Man hat alles in ein Paket gepackt. Und das wird heute hier verabschiedet. Das wird sicherlich auch sehr spannend werden. Ich begrüße bei mir ganz herzlich Katja Mast, die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD und Kerstin André, da war der Vorname weg, Frau André, Entschuldigung, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Frau Mast, ich stehe noch ganz unter dem Eindruck dieses Festaktes, aber ich glaube, der Eindruck, den wir gleich kriegen werden, das wird ein Eindruck großer Harmonie. SPD und CDU-CSU haben sich zusammengerauft. Die Bürger, da gibt es heute eine Umfrage, sind auch dafür für dieses Paket. Kostet ja nur 160 Milliarden bis zum Jahr 2030, das verstehen die meisten aber nicht. Lassen Sie uns, weil wir wenig Zeit haben, jetzt mal die Rente mit 63 betrachten. Das ist ein Projekt, was nur wenigen Jahrgängen, den Jahrgängen 52, 51, vielleicht noch 50 zugutekommt. Rund 200.000 Menschen können nach 45 Jahren dann in Rente gehen. Und das ist dann fair, sagt die SPD. In Wirklichkeit wird ja der Eindruck erzeugt, dass man anstatt bis 67 nur noch bis 63 arbeiten muss. Das hört man immer wieder in Umfragen. Das ist bei weitem nicht so. Warum machen Sie das für so wenige Menschen und der Rest der Menschen, die noch arbeiten, müssen es bezahlen? Naja, zuerst mal geht es ja nicht darum, die Rente mit 63 zu machen, sondern den langjährig Beschäftigten die Option zu eröffnen, 2 Jahre früher in Rente gehen zu können. Es sind ja mehr Jahrgänge, die davon profitieren, weil es wird ja schrittweise anwachsen bis zum Renteneintrittsalter 65. Und wir machen das, weil wir das gerecht finden, dass Menschen, die ganz viele Jahre zur Stabilisierung unseres Sozialversicherungssystems beigetragen haben, und da ist eben eine Gerechtigkeitslücke, weil die abschlagsfreie Rente mit 45 Jahren, mit 65 gibt es ja schon. Und jetzt sagen wir, das passen wir entsprechend an. Gerecht wäre es ja, wenn das für alle Menschen so gelten würde. Aber ab den Jahrgängen 53 wird das ja hochgesetzt. Dann kann man frühestens mit 65 abschlagsfreien Rente gehen. Aber dann hat man nicht 45 Arbeitsjahre, sondern mindestens 7 oder 48. Das sind also Menschen zweier verschiedener Klassen. Die 2, 3 Jahrgänge, denen sagt man ei, ei. Und die anderen, die betrügt man heute. Es sind nicht nur 3 Jahrgänge, es sind wesentlich mehr Jahrgänge. Ich wiederhole das nochmal. Und es wächst eben langsam Schritt für Schritt auf. Letztendlich folgt ist den Schritten des Anwachsens der Rente mit 67. Und wir haben ja schon in der letzten Großen Koalition eine abschlagsfreie Rente mit 45 Versicherungsjahren eingeführt. Ich weiß nicht, viele wissen das gar nicht. Nämlich, dass diejenigen, die 45 Jahre gearbeitet haben, bei voller 67 Rente mit 65 in Rente gehen können. Also es ist eine konsequente Weiterführung unserer Politik. Frau André, eigentlich geht es ja darum, Menschen besser zu stellen, die lange gearbeitet haben. Es gibt aber auch die Diskussion, die können gar nicht 45 Jahre arbeiten am Hochofen. Diese Menschen, um die es auch immer gegangen ist im Wahlkampf, die sind mit diesem Gesetz ja gar nicht betroffen. Denn die schaffen die 45 Jahre ohnehin nicht. Also es ist völlig klar, dass wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten kann, weil der Rücken nicht mehr mitmacht oder weil der Job einfach auch körperlich zu anstrengend wird. Es ist nicht nur der am Hochofen, es ist zum Beispiel auch die Pflegekraft, die da vielleicht das nicht mehr, diese Arbeit nicht mehr leisten kann. Dass diese Leute über die Erwerbsminderungsrente in Rente gehen können. Das ist nicht strittig. Problem am jetzigen Rentenpaket ist, dass hier viel zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also für genau die Gruppe, die es braucht, fehlt das Geld, weil man eben dieses Rentenpaket mit der Rente mit 63 macht, konzentriert auf eine Gruppe, die aber gar nicht unbedingt dieser, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, darunter fällt. Was wir machen müssen, ist die Erwerbsminderungsrente deutlich aufstocken für die Leute, die nicht mehr können, die aus gesundheitlichen, aus psychischen Gründen ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Hier brauchen wir eine deutliche Aufstockung der Erwerbsminderungsrente, aber nicht das Rentenpaket, so wie es die Bundesregierung hier verabschiedet. Sie als Grüne legen einen Antrag vor. Sie sind ohnehin für ein ganz anderes System, nämlich die Grundrente. Garantierente. Wir sagen, wir brauchen eine Absicherung. Das entspricht im ungefähr auch dem Konzept, was die SPD im Wahlkampf vertreten hat. 850 Euro, also deutlich auch über Grundsicherung, weil wir durchaus möchten, dass Menschen, wenn sie in die Rente gehen, wenn sie in der Alterssicherung sind, hier auch wirklich eine klare Absicherung haben. 850 Euro. Aber das müssen sie finanzieren. Und das müssen sie zum Beispiel aus der Rentenkasse finanzieren. Das müssen sie zum Teil aus Steuern finanzieren. Jetzt erleben wir eine Plünderung der Rentenkasse durch die Mütterrente. Und damit sind die Mittel auch
weg, um solche Dinge, die wirklich auch zielgerichtet dort helfen müssen, wo Altersarmut droht, dass diese Mittel dann weg sind. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Rente mit 63. Da wird auch immer gesagt, also die Menschen haben furchtbar geackert, 45 Jahre, das ist doch nur recht und billig. Da gibt es ja nun die Diskussion und den Streit schon seit Monaten, den man jetzt beigelegt hat, über die Frage Arbeitslosigkeit. Jetzt wird ALG 1 eingerechnet, alles andere nicht. Ja, aber als Sie arbeitslos waren, haben Sie ja nicht so furchtbar geackert. Da sind Sie ja von uns allen gestützt worden. Naja, es geht ja vor allen Dingen darum, bei der Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit, dass aus eigenen Beitragsmitteln letztendlich auch Rentenversicherungsbeiträge bezahlt worden ist. Das ist ja beim Arbeitslosengeld 1 der Fall. Da habe ich mit eigenen Beitragsmitteln letztendlich das mitfinanziert. Und deshalb halten wir es für gerecht. Im Übrigen auch generationengerecht, weil gerade meine Generation, die hat unheimlich viel unterbrochene Erwerbsbiografien, also kurze Phasen von Arbeitslosigkeit. Aber das Rentenpaket ist ja mehr. Also Sie sprechen nur über die 45er-Regelung. Aber die Mütterrente, die Erwerbsminderungsrente, der Reha-Deckel, wir halten das im Paket für richtig. Wir müssen hier im Schnelldurchgang durch. Mütterrente haben Sie gerade angesprochen. Das ist alles sehr schön, dass Kinder, die vor 92 geboren wurden, jetzt einen Prozentpunkt mehr kriegen sollen in der Rente. Das ist ja immer noch nicht so viel wie Kinder nach 92. Es gibt ja immer noch zweierlei verschiedene Kinder. Und vor allen Dingen die, die es wirklich brauchen. Mütter, nämlich die auf Stütze angewiesen sind, die kriegen das gar nicht, weil es nicht angerechnet wird. Genau, da wird es auf Grundsicherung angerechnet. Und das Problem bei der Mütterrente ist aber ein ganz gravierendes. Die Mütterrente, wenn man sie denn will, man muss sie aus Steuern finanzieren. Es ist eine Aufgabe, wo eine Gesellschaft sagt, ja, das ist es uns wert und deswegen bezahlen wir es aus dem allgemeinen Steueretat. Dann müsste ich es nämlich auch bezahlen. Im Augenblick, oder wir werden nachher etwas verabschieden, die Grünen werden da nicht zustimmen, aber nachher wird eine Regel getroffen, dass meine Mutter mehr Rente bekommt, die sie im Übrigen nicht braucht, diese 80 Euro, drei Kinder, und meine Mitarbeiter es zahlen. Und das ist nicht in Ordnung. Und das ist ein Plündern der Rentenkasse. Sie müssen sehen, dass in 4 Jahren die Rentenkasse, und das ist das Geld der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, aufgebraucht ist. Die ist geplündert. Dann haben Sie aber trotzdem die Mütterrente. Was passiert in 4 Jahren? Entweder die Steuern werden erhöht oder die Beitragssätze müssen steigen, um diese Mütterrente dann zu finanzieren.